zu lustig aus zusammen. Alarm? Was? Moin, welcher, meine welcher Zwerge. Hat gedrückt? Ich hab, oh lol, da ist ja sogar schon mein Gott. Oh, Alter, jetzt. Was? Ich wollte eigentlich, also, okay, vielleicht hat jemand was gesehen? Ganz kurz? Nee, ganz nee wir haben nichts angemacht. Jemand mit einer roten Mütze war es, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, wir voten jetzt einfach Zero raus. Ich weil der ist es safe. Der ist den ganzen Tag im Poster. Ich war es wirklich. Sogar in diesen Fake-Runden. Den müssen wir jetzt mal rausvoten. Ich bin's nicht. Wenn es der Erste gewesen, der einen Schlüssel war. Das ist richtig. Das macht keinen Sinn. Zero muss es sein. Er muss es einfach sein. Wenn aber wo, nicht. Also wer war ja, denn gerade alles live? Random Vote gibt jemand überhaupt mal meinen? Ich war, ich glaube, Dadosch hat live gemacht, oder? Als erstes. Nein, nein, nein. Doch nicht ja, random. Random Vote of Name. Ist doch nicht random. Da muss ich meinen Pete Speed kontrollieren. Das ist statistisch Quatsch. Nein, Zero war zuerst in dem. Bei mir tritt sie sogar noch nach. Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt halt Sven voten, dann machen die Double Kill. Wenn ihr es macht. Ich habe Kalle gesehen, wie ein Apfel an die Prinzessin übergeben. Ich mach Skip. Ich mach Skip. Das war ganz schön knapp. Ihr Schweine. Eieiei. Kalle und zwei Imposter halt, ne? Kalle, ich bin direkt zum Table. Ich bin direkt zum Table. Ich hab in der Aufnahme gesagt, ich geh zum Table und ich will, dass sie Sven rausschmeißen. Was ist los mit euch? Lass mich gerade, wir müssen Sven rausboten. Ich habe eine total wichtige Frage. Mhm. Wer hat vor meinem Tellerchen gegessen? Oh Mann. Okay. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Andi raus. Das ist so eine random Runde, ne? Wenn Dadosch ist Imposter, der will Andi raushaben. Guck mal, wenn ich die Mütze trage, ist alles gut. Wenn sie alle tragen, dreht ihr völlig durch. Was ist denn los mit euch? Wir sind alle Imposter. Schafft ja, das, nicht das jeder. Drückt die Mütze macht die Entmutung ab. Drückt oh halt Gott, oh mein Gott. Alter. Gott. Boah, ihr Schweine. Schon wieder die Imposter drauf. Ja, alle drei, ne? Alle drei Imposter. Benehmt euch jetzt mal bitte. Benehmt euch jetzt mal bitte! Oh man. Alarm. Wieso kommt keiner zum Licht? Hey Sven? Weil ich hier in Spezi festhänge. Wo ist denn die Leiche? Hinter Deko oben. Also wenn du von Spezimann hochgehst, aus Deko raus links, da vor der Tür liegt die. Okay. Oben im Labor. Mhm. Okay. Drei Leute sind runtergekommen in Spezimann. Ja, Dizzy war doch zuletzt noch Spezi. Der war nicht mehr jetzt bei uns, oder? Ja, aber ich war, bin Admin gewesen. Aber ich glaube, als die runterkam, warte mal, es kam... Pass auf, chronologisch. Andi. Sepp, Jay und ich sind am Anfang der Runde nach Spezimann unten rechts. Genau. Ich habe Simon Sales verkackt, zweimal machen müssen. Du bist links rausgegangen. Mhm. Genau. Das ist richtig. Kalle stand mit mir zusammen beim Admin-Panel und Sepp kam als einziger Jay raus. Jay und ich standen dann Spezimann. Er hat gewobbelt und wollte, dass ich mit nach oben rechts komme. Bin ich aber nicht.
Dann kamen drei Stück von oben rechts und da hat Jay noch DC, gelebt. Andy, Ray. Genau, und dann ist Jay hochgelaufen. Ich weiß nicht, ob da drei... Wo bist du dann? Ich wollte nach unten links, als das Licht aus war. Dann habe ich aber Ray da getroffen und gedacht, mit dem laufe ich nicht. Bin wieder Richtung Spitzmann und oben raus. Ich und bin beleidigt. Gefunden. Sven, es ist nice. Wann kam Ray in Specimen rein und wie? Mit Dizzy und Andy zu dritt runter. Und Andy ist mit mir jetzt Speci raus. Admin steht auch Dalu. Ray war das nicht. Ray und nicht Sven ist weg, das stimmt. Aber Dizzy war da noch. Und der war ja dann der Letzte mit Sven in Speci, der da oben mit raus ist. Aber das kann ja auch natürlich hab ich nicht gesehen, jemand anderes von Lab dann den gekillt haben. Also ich bin Speci, raus und bin dann zu Fixing Lights gegangen. Nee, unten und dann über Admin. Bin dann an Sepp vorbeigelaufen und war dann raus. Dizzy war unten. Doch, ist er. Stimmt, du bist Kalle und mir. Kalle hätte das aufgeschrieben. Dann nevermind. Wer war der Dritte? Okay, dann schließe ich aber tatsächlich alle aus, die jetzt sich gerade gegenseitig... Aber Andi ist mit mir jetzt raus. Andi kann es nicht sein. Ich war es auch nicht. Oder wo liegt... Jay liegt schon oben Richtung... Ich war jetzt die ganze Zeit bei Dizzy und dann war Dizzy halt weg. Aber wenn Dizzy sagt, er ist dann vorher schon raus. Also Kalle oder Dalu? Dann bleiben eigentlich nur Kalle, Dalosch und Dalu übrig. Oder ich kann die ganze Zeit eine Lifeline oder... Ja, ja, ich kann Kalle... Also Kalle war mit mir... Bleib hier nur Dalu. Vor allem weiter, so einen schlechten Kill will die machen. Oder Sven. Ah, kann immer noch einen Self-Report sein. Ja, war ich aber nicht. Nee, Dalu war Admin. Das für eine Aussage, so ein. Ob du zu schade bist für so. Wir wollen gucken, wer sich getriggert fühlt. Ich natürlich. Dann bleibt doch nur einer. Eieiei. Keiner das Licht anmacht, ist belastend. Ja, ist ja, keiner für zuständig, ne? Ich war gerade an der zweiten Tür. Die Türen waren alle zu da oben. Wer war gerade in O2? Aha. Okay. Ich war unten drunter bei diesen Wasserdinger, aber das ist ja nicht O2. O2 ist ja da, wo der Baum Dadurch sagen wir, wo die Leiche ist, dann können wir gleich den Kill von gerade noch mal kurz durchgehen. Ja, die Leiche ist Labor wieder oben rechts. So in der Mitte des Raumes quasi. Da, wo Dalu keinen Kill machen würde. Dalu war da auch nicht. Dalu ist direkt Communications gegangen. Da auch. Yes. Wer war denn auf der linken Seite? Okay. Ja, ich. Also in Leitz waren gerade drei Leute. Wer war denn da? Ich DC war... kam da noch an. Genau. Und ja, und die Tür war halt zu. Also beide Türen. Deswegen muss man erstmal aufmachen. Aber es war noch eine dritte Person. Achso, ihr wart schon drin, ne? Andi. Nee, wir standen alle davor. Eins davor. Eins vor Electric war ich mit DC. Also mein Verdacht ist, dass jemand von O2 zu über Camps gewendet ist und wieder zurück. Und dann gelaufen ist, als die Lichter aus waren. Das ist mein Verdacht. Ich weiß jetzt nur nicht, wer das war. Also, was hast du da oben rechts gemacht, wo Licht aus war? Ich war oben im Labor und dann bin ich nach rechts gegangen, weil ich gucken wollte. Also erstmal bin ich nicht als erstes ans Lines diesmal, wenn ich es nicht bekämpfe. Und dann bin ich nach rechts gegangen, um zu gucken, ob ich da meinen Task machen kann. Aber DC, hat funktioniert. Ich war in DC, Camps. Wo kamst du her? Du warst Camps, Camps, okay. Genau. Ich war in Camps und habe das erst nicht mitgeschnitten, weil ich die Camps da durchklicken musste. Das war für mich ein bisschen neu. Und dann habe ich mitgekriegt, dass Licht aus war und bin instant rübergelaufen dann. Hast du jetzt gevotet? Ich hab geskippt. Keine Ahnung. Aber was ist mit dem Kill davor? Ey, ja, das kannst du sein. Kalle und Dalu oder Kalle? Ich kann's nicht sein. Ich war doch beide mit Kalle zusammen. Ich war jetzt Admin die ganze Zeit fast. In der Runde davor. Du kamst aber erst am Ende. Aha. Das kannst du aber nicht gesehen haben, doch, wenn Licht aus war. Doch, du bist durch durchgelaufen. Und Andy und Ray sind links unten raus. Also der Kill kann auch easy oben rechts mit Admin-Vent hochwenden, killen, zurückwenden. Sieht man die Vent-Animation aber nicht? Sieht man echt nicht? Siehst du im Focker vorne nicht. Der Vent geht ja nicht auf. Ist ja nur du ich dachte, du siehst trotzdem eine Animation oder so. Uff. What the fuck? Hä? Wird da komplett random. Sag mal, sauft die oder was? Ja, wild, Alter. Ich hab den Imposter geholt. Ich glaube, eure Mützen sitzen zu eng. Dich selbst, oder was? Warum wurde ich denn jetzt gewotet? What the fuck?
Okay, mein Verdacht hat sich bestätigt. Ich habe in den Camps gesehen, wie Dizzy gerade Andy weggemacht hat. Und er müsste auch vorher dann von O2 Richtung Electrical gewendet sein. Er war jetzt auch wieder die ganze Zeit auf der linken Seite. Dalu hat mich in Security gesehen. Wir sollten Dizzy rausholen. What? Du hättest es sehen müssen. Die Kamera war die ganze Zeit an. Du standst dann da an der Tür. Drei Leute waren da. Ich glaube, Ray war noch mit dabei. Ja, Ray genau. War unten, ich war unten. Genau. Und Ray ist dann weggegangen. Dizzy hat auf seinen Moment gewartet, hat Andy unten weggeklatscht. Ja, und somit solltest du auf jeden Fall Imposter sein. Wie denn? Ja, wo genau liegt jetzt die Leiche? Ich weiß nicht, wie heißt das da unten? Unter O2, da ja, diese ja, Tür. Ja. Da, ja, und, also da draußen drauf, quasi. Bei dem Labyrinth auf der Höhe. Und ich bin gerade aus Security sofort dahin gegangen, habe die Leiche gefunden. Das kann ich bestätigen, ja. Ich habe ihn auch erstmal entgegengekommen. Ich bin draußen hochgelaufen, an Communications vorbei zum Lightfixen. Und dann kam mir an der Stelle übrigens erstmal Dalu gerade noch über den Weg. Du musst auf die Kameras achten, Dizzy. Nein. Gesehen? Du hast Dizzy, du musst auf die Kameras achten. Ich habe den Kill nicht gesehen. Nein, Kalle. Ja. Was ist los? Du hast den Kill an sich. Ich habe den in der Kamera gesehen, den Kill. Okay, das wollte ich nur wissen. Nicht, dass er da lang gelaufen ist. Ich war übrigens oben rechts am Lab und das hätte vielleicht Kalle auch, weil ich die Kamera verdeckt habe, die andere. Das heißt, ich war nicht mal in der Nähe davon. Sorry, Nils. What the fuck? Ja, du weißt ja, dass ich das gerade richtig gut gemacht habe. Kannst auch mal klatschen. Maga, what? Wo sind denn die? Kann man das denn sehen? Oh, fuck, ey. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wieso funktionieren die scheiß Kameras, wenn Licht aus ist? Das ist doch total bescheuert. Lol, das ist ja richtig doof. Warum funktionieren denn die? Das ist ja richtig blöd. Ich kam gerade rein. Okay, Dadosch. Zero, du musst auf. Wir waren mit Nils auf jeden Fall safe. Ja. Dadosch ist jetzt gerade richtig auf die Pirsch gegangen. Ray war die ganze Zeit bei mir. Ja. Wir sind zusammen ins Dropdown-Ship gegangen da. Das ist korrekt. Und Dadosch hat die ganze Zeit gewartet, bis er einen von uns wegmachen kann. Ja, ist korrekt. Ich wollte dich eigentlich töten und nicht Ray. Das war ein Fehler. Ich habe mit Nils, den habe ich so auseinandergenommen. Das Kalle steht, das ist natürlich so unlucky. Mega, wenn Kalle mal auf Detektivjagd geht, hast du keine Chance als Imposter. Nice one. Das war stark. Sehr das gut. War eine schöne sehr stark, Runde. Und die habe ich sogar diesmal aufgenommen. Ja. Wieso? Yes, Kalle. Weil du halt nicht also alle zu Kalle. Hochgelaufen nee, wollte ich auch nicht. Dann kommt natürlich aber der blöde Dadosch entgegen. Kann mir mal einer erklären, warum die beschissenen Kameras funktionieren, wenn Licht aus? Warum können denn die Kameras funktionieren, wenn Licht aus ist? Was ist das für ein Scheiß? Die können immer funktionieren. Das ist so bekloppt, ey. Naja, die haben halt. Nur bei Comms gehen sie nicht, aber sonst sehen die alles. Außerdem bist du mir wirklich entgegengekommen, Dalukan. Ich war oben rechts am Labor. Du bist mir entgegen. Irgendjemand ist mir entgegengekommen. Ja, irgendjemand kann sein. Ich glaube, das warst du im Dunkeln. Ja, da war bestimmt jemand mit einer roten Mütze. Ey. Ich hasse euch, by the way, ja? Ich hasse euch. Die Mützen wieder Ich möchte bitte wieder Imposter werden, danke. Ich möchte gerne wieder Dr. Klo sein. Die Kirsche auf dem Kopf. Ich bin wieder Dr. Klo. Okay. Willkommen zu einer neuen Folge. Wie verkackt ist Dizzy dieses Mal? Oh Gott, ich habe richtig reingekackt heute. Ich habe nicht gecarried. Okay, das ist halt jetzt so geil die Runde gerade eben war, aber das Ciao, ist Kalle, ziemlich, gut, mein Lieber. Das ist ziemlich offensichtlich Kalle. Kalle nicht im Ernst. Ich glaube, Ray war das. Nee, nein, warum? Nein, ich stand ja kühlsweit weg.
Richard, hatte der nicht so eine Kirsche auf dem Kopf? Das war ein Stecker. Halt so Assis, ich hab Rot gesehen, aber Kalle, ich war die Kirsche. Es ist Kalle, es ist Kalle, Kalle raus, Kalle boah. Lass doch mal Kalle erstmal erklären, hey, was er gegeben hat. Ey, ich stand an diesem Schlüsselbund und dreh das Ding da gerade rein. Alle standen auf dem Haufen. Ich hab nichts gesehen. Ich hab safe nichts gesehen. Also ich würde das jetzt einfach so wie Dalu schon mal argumentieren. Bei der Animation hat Kalles Mannequin minimal gezuckt. Und deswegen nein, nicht minimal. Ich glaube, ganz normale Animation. Kalle hat ihn getötet, fertig. Alter. Dalu, bist du der andere, oder wie? Ray, ich habe einen Kill gesehen. Ich habe was Rotes gesehen, was gekillt hat, aber ich glaube, das war die Kirsche. Das war die Kirsche, ja. Ich glaube eher, es war Svens Mütze. Ich stand ganz unten neben oder Dalus Hörner, ich weiß es nicht. Ich war schon Lab. Oder Dalus Augen, das ist alles möglich. Schnellste Imposter-Ende ever. Wer stand denn, wer stand denn da noch da? Ich hab das Gefühl. Warum? Ich stand in den Schlüsseln! Ja, dann muss es Ray gewesen sein. Gekillt. Nee, glaub ich nicht. Dalu, kurz fürs Protokoll. Wer stand denn dann noch neben Kalle? Keiner. Nur Kalle und Andi? Ich hab nicht mehr drauf geachtet, weil ich war weg. Es war kein Stack. Es war ein Kill und Kalle hat ihn gekillt. Es war kein Stack. Doch, es war ein Stack. Ich glaub, er hat seinen Sportcut auf den Ring gedrückt. Also wir haben jetzt das Team Ray und Mike und Kalle und Dalu theoretisch, nee. Kalle und Dalu sind es, ja, genau. Das ist ein Troll. Ja, und Dalu konnte den Kill nicht gemacht haben. Ich sag die nächsten 30 Sekunden ganz auf den Namen Mike und dann wurden wir Mike. Häufiger geht's nicht. Es war so klar. Es war so klar. Ich hasse euch, ey. Ich hätte nicht die Kirsche genommen an deiner Stelle. Ja, ich hab was Rotes gesehen. Dass Kalle noch lebt, jetzt werde ich sterben, Leute. Okay. Ich hab gar keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung, was hier abgeht, die Runde. Also erstmal moin. Moin zu dieser Folge Among Us. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir können dann jetzt erstmal in Ruhe moderieren. So. Oder anmoderieren. Ja. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Es freut mich. Die Runde war aber mal anders schnell. Jo. Okay, holy shit. Okay. Jay und Kalle sind ziemlich obvious, aber okay. Kam aus Lab. Okay, und ich war bei Sven die ganze Zeit gerade. Hab gerade, ich weiß nicht, Dizzy lag da. Dizzy lag vor. Ich war bei dir in O2, laber doch keinen. Lass doch den Kalle jetzt mal reden. Kalle, also, ich kam aus Lab, hab die Reagenzlast-Geschichte angeworfen, kam zurück, Tür war zu und dann, als ich sie aufgemacht habe, lag da Dizzy vor. Diesem, ich weiß nicht, da wo man die Hand drauflegen muss, bei dem rechten Ding. Ich gebe dir eine Chance. Sag uns, wer dein Imposter-Kollege ist. Wir voten ihn raus und wir lassen dich dann eine Runde noch spielen. Und du musst hoffen, dass wir keine Leiche finde ich gut. Wir machen keinen Report-Button. Überlegt. Also aber wenn du einen falschen nennst, eine Hilfeleistung wenn du uns einen falschen nennst, ist das schwach. Traust du dich, ihn zu verraten oder nicht? Ich bin Ehrenmann. Es ist Sepp. Tut mir leid, Ray. What the fuck? Ich hab einfach einen Namen gedroppt. Es kann auch Jay sein oder Dalu oder Zero. Nee, hast du das mit Jay gehört? Hast du gehört, wie er die betont hat? Mhm. Oh, Jay. Ich bin fürs Riskieren. Ich laber aber keinen. Ich bin fürs Riskieren. Nee, Jay wäre es wahrscheinlich. Aber ihr könnt auch Jay voten, damit gehe ich konform. Ich bei Jay, mach aber nicht das Licht aus, bitte. Dalu und Sven haben das Licht angemacht. Ich bin da auch gerade rausgegangen. Ging dann nach unten zur O2. Sven ist mir gefolgt die ganze Zeit. Ich hab dich nicht gesehen. Ich vote willst du mich verarschen? Kalle. Du standst sogar mit Abstand zu mir, als ich die Tür aufgemacht habe. Ich vote hab. Den anderen. Nee, weiß ich nicht. Es wäre so witzig, wenn Dalu das jetzt wäre und dann halt sowas macht. Okay, dann ist Sven der andere. Nein. Ihr seid so Dullis hier! Was seid ihr denn? Oh Mann, das ist auf jeden Fall mal eine Runde nach meinem Geschmack. Ermittelt. Hast du das wirklich Jay gemacht? Ich muss halt trotzdem. Ach komm, das ist so eine Dulli-Runde. Das ist eine Dulli-Runde. Wir machen keine Tasks, komm.
Ja, mega gut. Ja, was, also, Kalle, du hast einfach, du hast einfach krass geplayt, du hast alle verwirrt. So gut. Ja, ey, vielen lieben Dank, dass ihr mir die Aufnahme schenkt. Ich stand auf jeden Fall. Da. Ey, ohne Witz, ich hab so getunnelt auf den ersten Kill und dann in dem Moment rennen alle weg. Und ich hab schon längst gedrückt. Es standen alle im Kreis drumherum. Aber geil, dass ihr alle mitgemacht habt. Ich bin aber immer noch nicht sicher, ob ich es doch nicht selber war. Also die Kirche war es. Mike hat sich extra in so eine Ecke gestellt, wo ihn niemand findet, damit ich ihn töten kann. Das war so nice. Ich glaube, der hat einfach aufgegeben und gesagt, okay, dann. Ja, genau. Genau so war es. Oh Mann, ey. Oh, wir stehen halt alle im Dropship und Kalle bringt ihn halt einfach um. Und es stand niemand mehr. Ich fand es als Toter ein bisschen traurig, ja? Ey, Andi, ich habe alles gegeben. Ja. Krieg ich auch mal so eine Imposter-Runde, danke.